Ja, meine Lieben, wir befinden uns hier in der tiefsten Walachei. Mit dabei ist der Sascha und seine Tochter Sarah. Und wir sind hier in einem verlassenen Ferienlager, Feriendorf. Nebenan die laute Musik, die ihr zwischendurch hört. Dort findet eine Corona-Party statt. Für Leute, die geimpft sind, einen QR-Code nachweisen können. Da ist eine wilde Party, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, wir werden uns auf jeden Fall jetzt hier in Ruhe ein bisschen umschauen und mal gucken, was es hier zu sehen gibt, außer Müll. Party läuft im vollen Gange. Hier stehen Wohnhäuser. Hier sieht es auf jeden Fall etwas übel aus. Gucken, dass ich hier reinkomme. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Hey, 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 hey. Da hängen die dicken Platten runter. Der alte Mann, der sich da bückt, das ist der Sascha. Hi Sascha, ich hab dir voll auf dem Arsch gefilmt. So, hier die dicken Platten runterhängen. Sieht ja irgendwie geil aus, ne? Aber nur hoffen, dass sie nicht runterkommen, weil da dürfte wehtun. Gibt's da noch einen Keller? Na gut, es ist schon etwas sehr runter hier. Aber hey, wer weiß, was wir hier noch zu sehen bekommen. Na, die Party da drüben, die läuft ja auf vollen Touren, ne? Mein lieber Gesangsverein. Ich nehm's leicht. Ja. Kann ich weitergehen oder machst du das? Ja, du kannst. Ich möchte hier nicht durchs Bild hüpfen. Also das war definitiv, also so sieht es zumindest aus wie eine Großküche. Würde ich zumindest behaupten. Kühlräume. Küche. Aha. Kühlung. Oh, das ist aber bitterkalt hier im Gebäude, ey, mein Lieber. Oh, ein offener Schacht. Oh, der Fahrstuhl ist im Keller. Hier steht noch ein Spülschrank. Das sieht so aus wie eine Spüle. Das ist eine Maschine für Geschirr zu spülen. Noch ein bisschen Porzellan rum. Eben schauen. Hier steht nichts drunter. Und drunter. Keine Ahnung. Kann man leider nicht so gut erkennen. Hier ist leider nichts mehr. Es ist alles Speisesaal, Kühlmaschinenraum, Frischluft. Das war hier auf jeden Fall der Speisesaal. Sieht ja schon cool aus mit den ganzen Dinger, die hier runterhängen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal runter in den Keller. Mal gucken, was es da gibt. Es ist unglaublich, was hier der Raum kalt ist, ne? Alter Schwede. Vorhänge wehen im Wind.
Gammelisa, oh Gammelisa. Okay, das war ein anderes Kapitel, das war ein Lied. Aber hier unten ist es echt übel. Weia, weia, weia. MSR Technik. Werkstatt. Werkstatt. Ist auch nichts mehr drin. Technik. Die Regale total vermodert, wenn die zusammenfallen. Wenn unsere Regierung weiter so macht, sieht es in ein paar Jahrzehnten in ganz Deutschland so aus. Glaubt ihr nicht? Ich schon. Die hören erst auf, wenn alles zugrunde gerichtet wurde. Ah, hier war ein Büroraum. Oh, Schaltschrank. Ah, die Skier habe ich gerade gar nicht gesehen. Oh, ist das kalt. Lecco mio. Merkt, dass es hier vor ein paar Tagen noch so minus 10 Grad gewesen sind. Die Kälte steckt noch im Gemäuer. Während oben im Essensbereich, also im Speisesaal, der ja sonnendurchflutet gewesen ist, schon richtig warm gewesen ist. Aber hier war für Getränke. Hier waren die Flaschen, die einzelnen Flaschen angeschlossen. Und dann ging es hoch. Ebenfalls ist der Aufzug gewesen. Da ist er. Waage, Eingangswege mit Verlegungen. Wahnsinn, wie groß das hier unten ist. Hier ist noch das Gitter. Das sind zwei verschiedene Aufzüge. Ein kleiner und ein großer. Holzschutzfarbe. Dann mal eben hier. Ah, Toiletten. Was ist denn hier kaputt? Ach du Scheiße. Hier hat einer seinen ganzen Müll entsorgt. Das war der Kesselraum. Autoreifen ohne Ende. Stoßstangen, Armaturenbrett, all so ein Kram. Okay. Ich gehe jetzt mal wieder nach oben. Oh, man merkt direkt die Wärme entgegenkommen. Das ist angenehm. Hier war ich vorhin. Guck mal hier. Ganze Moos. Was hier unten für Gebäude sind. Montiert die Unterkunft. Oh, da ist nochmal ein Kesselhaus. Wie kommt ihr denn jetzt hier hin? Zu Fuß. Indem wir da über die Mauer gestiegen sind. Ihr wart aber gerade unten im Keller. Nee. Okay, dann sind noch andere auf dem Gelände. Weil ich war gerade im Keller unten und es waren definitiv Schritte hinter mir.
Ich habe gedacht, ihr wärt die Treppe runtergekommen und seid hinter mir. Da gerade auch in der Garten, da laufen noch welche rum. Ja, habe ich aber bevor wir rein. Hast du gesehen? Nee, aber gehört. Ja, weil jetzt habe ich nämlich, okay, boah, da hätte ich mich jetzt aber verjagt. Alter Schwede. Guck mal, der Ofen sieht ja mal geil aus mit dem Verfall hier. Irgendwie zum Kessel auch runter, ja? Ja, lass mich ruhig allein. Wenn euch irgendwelche vor mir stehen, kriege ich einen Schreianfall. Ich kenne das schon. Ich habe mich letztes Mal auch so erschrocken. Da habe ich gedacht gehabt, bin einmal ums Objekt rumgefahren, nirgendwo Autos oder sonst dergleichen. Und bin dann da rein. Und auf einmal kamen aus allen Ecken Leute. Ich habe mich erschrocken. Wow. Ja, Kesselhaus. Ja, da kommst du in den Keller rein. Nur erschreck dich nicht, wenn auf einmal Leute vor dir stehen. Ja, das ist eiskalt da unten drin. Wo? Dicker Brummer. Ah, eine Hummel. Okay. Hummel ist okay. Ei, das waren die Brenner. Okay. Na gut, viel zu sehen gibt es jetzt hier nicht. Schade. Also hier ist nicht so viel. Ich gehe mal hoch zur Richtung die Baracken da oben, ja? Ja. Mal gucken, was hier auf dem Areal noch alles steht. Also wie gesagt, da oben stehen ja diese Reihenhäuser. Da gleich mal schauen. Holzi-Holz. Jede Menge Holz vor der Hütte. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber das sieht aus wie ein komplettes Dorf da unten. Sascha! Da ist ein komplettes Dorf unten drin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Zig Häuser da unten. Da müssen wir mal hin. Ich mach mal kurz einen Schnitt, bis sie da sind. Also wir sind gerade ein bisschen erstaunt, weil da unten stehen noch viel mehr Häuser. Und ich weiß nicht, ob der Anschein trügt, aber es sieht so aus, als wenn das da unten alles verlassen ist. Das heißt, wir werden uns das jetzt mal alles genauestens angucken. Weil hier oben stehen ja auch noch Häuser ohne Ende. Nee, dahinter sind bewohnte Häuser. Das hier sind Garagen und dahinter sind Wohnhäuser. Nee, das ist was anderes. Müssen wir mal schauen, dass wir da irgendwie runterkommen, hör mal. Gucken wir erstmal hier in die Baracken rein. Oh, die ist sogar ziemlich groß. Na gut, aber zu viel zu sehen wird es hier nicht geben. Ganz im Gegenteil. Das ist ja alles. Ja, hier haben sich Jugendliche mal eingerichtet gehabt. Ja, bietet sich ja auch an, ne? Davon mal ganz abgesehen. Oh, alles voll mit Müll.
Kannst du mir sagen, hier hat sich die Nachbarschaft ausgetobt. Kannst du mir sagen, was du willst? Hier hat nämlich einer schlichtweg Müllentsorgung betrieben. Eine alte Emaille-Schale. Ja, aber hier geht's wieder raus. Na gut, die hinteren Baracken sind alle eingestürzt. Ja, wir werden mal gucken, dass wir jetzt nach da unten kommen. Da sieht's aus wie ein Trampelpfad. Ich warte mal auf die beiden. Den Pfad nach unten haben wir auf jeden Fall gefunden. Das verspricht interessant zu werden. Na gut, hier muss ich durch drüber, weil hier sind Bäume umgestürzt. Oh, das sieht aus, als wenn das hier mal eine Tribüne war. Bänke da drauf, die Gänge davor. Das sieht fast danach aus. Relikte einer längst vergangenen Zeit. Ja, und hier sind die Stufen. Ja, aber hier unten nicht. Hört euch die Vögel an. Ist das nicht herrlich? Na gut, die Häuser sind leer. Aber das war hier mal ein Feriendorf. Und das nicht gerade wenig. Das war richtig groß. Schade um solch schöne Häuschen. Und hier reiht sich ein Haus an das andere. Ja, in den 90er Jahren, als die Wende kam, wurden gerade im Osten extrem viele Grundstücke verlassen, Firmen geschlossen, Hotelanlagen sind pleite gegangen und Ferienanlagen gingen leider auch den Bach runter. Und das hier wird eines der Relikte davon sein. Ich möchte auch meine Nase gar nicht so lange in die Kamera halten, weil hier stehen so viele Gebäude. Wir laufen mal so viel es geht ab und gucken mal. Bäume sind voll mit Vögeln. Ihr hört sie singen, ist das nicht herrlich? Wenn endlich der Frühling kommt. Das ist hier eine Riesenanlage. Na
Was steht da dran? Freizeitcenter. Ja, hier konnte man früher Plaste und Elaste aus Schokopau. Was? Plaste und Elaste aus Schokopau, okay. Oh, guck mal hier, hier sieht man Bilder, wie es hier mal ausgesehen hat. Oh, ich muss eben den Akku wechseln. Gesichter sind leider unkenntlich gemacht worden. Hätte sich vielleicht der ein oder andere mal wiedererkannt. Federbetten, Tischtennisplatte. Ah. Alles aus Spiele, Bilder, die Kinder gemalt haben. Steht leider kein Datum drauf, auch auf der Rückseite nicht. Hat einer im Ferienheim, im Ferienhaus gemalt. Wolken, Sonne, Regenbogen. Das ist wahrscheinlich die Anlage. Das ist schon klasse. Echt im wahrsten Sinne des Wortes. Über diesen kleinen Zufallfund freue ich mich ehrlich gesagt sehr. Bin schon öfters hier in der Ecke gewesen, aber das habe ich nicht gesehen. Dafür war es zu sehr versteckt. Hinter vielen, vielen Neubauten. Was haben wir denn hier liegen? Axomat 4 Color. Made in Tschechoslowakei. Okay. Vielleicht hat der ein oder andere ja eine Idee, was das für ein Gerät ist. Ich bin gerade hier vor Ort und habe keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie ein Projektor oder sowas scheint das gewesen zu sein. Das ist natürlich nicht mehr dran, außer Mücken, die da drin nisten. Schade, die ganzen Bilder sind zerstört. Den Spruch habe ich übersehen. Am 13. März 1908 begrüßten Luna Werkstätige den Generalsekretär des und Vorstand Vorsitzenden des Stadtrates der DDR, Genossen Erich Honecker, recht herzlich in Buna. Nicht Bluna? Bluna war was anderes. Buna. Wahnsinn, dass dieses Kleinzeugs, was hier rum nicht die Jahrzehnte so überstanden hat. Das war ein Chemiewerk. Kombinat. Irgendjemand läuft da draußen. Ah, okay. Integrationsbeziehungen des Kombinates zur Lösung so bedeutender Aufgaben wie Intensivierung von der Produktion, Höhenveredelung der Rohstoffe. Okay. Na gut, es war nicht nur ein rein freizeitmäßig ausgestatteter Raum. Hier wurden den Kindern natürlich auch einiges beigebracht.
Wirklich interessant. Hier habe ich noch nicht reingeschaut. Auch hier. Aber leider kann man das nicht mehr lesen. Synthetischer Kautschuk. Plastat. Ja, Türe, bewege dich ruhig. Hier liegen noch Bücher. Könnten die Kinder sich mit Sicherheit die ganzen Bücher leihen? Was steht da? Wladimir. Roman über die Kiefer-Russ. Natürlich klasse. Schauen wir uns mal weiter. Steht es auch noch. Freizeitcenter. Das hier in der Mitte wird garantiert ein großer Platz gewesen sein, wo die dann Veranstaltungen gemacht haben. Da unten sind noch mehr. Das ist irre. Wie gern hätte ich das hier mal in der Blütezeit erlebt. Oh, noch mehr Gebäude. Ja, das wird so eine typische Unterkunft gewesen sein. Alle gleich geschnitten. War hier garantiert sowas wie, ja, vielleicht wie Küche oder so? Naja, Küche glaube ich nicht. Die hatten ja das Restaurant oben. Obwohl, wer weiß, vielleicht haben die sich hier selbst versorgt. Und hier werden die Betten drin gestanden haben. Vielleicht sogar Etagenbetten. Schöne Sache. Sicherungskasten. Beim Anblick dieser Hütten, da kommt einem so leicht die Erinnerung an die diversen Camp-Filme, die man aus den USA kennt. Camp Crystal Lake zum Beispiel.
Und hier sind auch Gebäude bei, die nicht mehr so gut erhalten sind. Die vom Verfall stärker betroffen sind als wie andere. Ui, ui, ui. Da unten geht es noch mehr weiter. Das ist Wahnsinn, ist das. Aber seht ihr das? Hauptsache die Gardinen und Vorhänge hängen noch. Das ist ein Riesenareal hier. Und ich habe Sascha und Sarah verloren. Aber noch keine anderen Leute getroffen, die hier rumschleichen. Und ich weiß genau, dass ich vorhin im Keller Schritte gehört habe. Da steht ein etwas größeres Gebäude, da schaue ich gleich mal rein. Und die Temperaturen, es wird immer wärmer. Ah, hier erkennt man es jetzt auch. Hier gibt es einen dicken, breiten Weg nach unten. Ja, komme ich denn jetzt dahin? Alles so zugewuchert hier. Auch da hinten scheint ein größeres Gebäude zu stehen. Sieht jetzt auf den ersten Blick aus wie ein in Waschhaus. Ah, da ist was. Ja, hier war ein Waschbecken der Reihe nach durch. Waschbecken hier, hier und zwei Reihen in der Mitte. Ja, und ich würde sagen, hier gab es Duschen. Die wurden hier garantiert alle von oben von dem Heizwerk gespeist. Garantiert. Ich hoffe, dass das mit dem Ausmaß, wie groß das hier ist, auch wirklich rüberkommt. Also ich weiß schon, dass ich mich tausendmal wieder wiederhole, aber das macht mir ehrlich gesagt gar nichts, weil um jede Ecke, die ich komme, dahinter findest du noch mehr Häuser. So hier jetzt auch. Ich komme hier rum. Und was finde ich? Noch mehr Gebäude. Das ist Wahnsinn. Hier waren vielleicht früher die Betreuer untergebracht. Noch alte Polster. Und da drüben ist der Eingang von der anderen Seite, um durch dieses andere, durch den Gebäudetrakt auf der anderen Hälfte zu kommen. Oh, ich bin für dieses Wetter gerade zu warm angezogen, merke ich. Es ist sehr warm gerade. Die Nacht habe ich noch gebibbert. Da waren es minus 2 Grad und jetzt einiges mehr. Guck mal, ich hier jetzt wieder ein bisschen vorsichtig hochkomme. Ah.
Wie war das? Hinter jeder Ecke finden sich noch mehr Häuser. Da hinten sind noch mehr. Das war hier garantiert früher mal der Durchgang. Alles zugewuchert. Von den Gebäuden her sind sie alle identisch, alle den gleichen Schnitt, nur die einen halt was besser, die anderen was schlechter erhalten. Da oben sind auch die beiden. Ich mach mal einen Cut. Ja, wir sind gerade echt alle ein bisschen sprachlos. Weil auch Sascha war hier schon in der Gegend, in anderen Objekten. Und ja, das hier haben wir nicht gekannt. Vor allem, wenn man sich mal so ein bisschen orientiert über Satellitenbilder, man sieht das alles hier ja auch gar nicht, weil die Bäume wirklich alles verdecken. Wie schön muss das einst gewesen sein? Na gut, ich kann mich jetzt natürlich nicht in die DDR-Zeit zurückversetzen. Seht ihr viele Menschen, die sagen, in der DDR war nicht alles schlecht. Dann gibt es wieder Menschen, wer die DDR gut findet, hatten sie nicht alle an der Schraube. Die Meinungen gehen wie immer auseinander. Ich habe einen Arbeitskollegen, mit dem habe ich mich viel unterhalten, der kam aus der ehemaligen. Und er sagte, hätte er früher gewusst, wie es im Westen wird, wäre er im Osten geblieben. Na gut, heute ist der Osten halb tot. Die Gebäude verfallen. Für uns natürlich ein traumhafter Spielplatz, um Lost Places zu erforschen, zu dokumentieren. Aber wenn man es richtig nimmt, eine Tragödie. So, da hat mein Handy kurz gerappelt und ich musste einen Cut machen. Bin leider gerade gezwungen, es anzuhaben, weil ich auf einen wichtigen Anruf warte. Hey, 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 hey. Wieder mal den Faden verloren, ja, so halbwegs. Ja, Thema DDR, nicht alles war schlecht. Und wie gesagt, mein Kollege, der meinte halt, er wäre dann auch lieber da geblieben. Aber ich glaube, das hatte ich gerade auch schon mal erwähnt. Ihr merkt, ich bin auch ein bisschen aus der Puste. Es geht hier die ganze Zeit bergauf, bergab. Durch die Sträucher, wieder in die Sträucher. Und wie ihr seht, hier liegt auch noch teilweise richtig dick Schnee. Nicht mehr viel, aber ein bisschen. Der Winter hat für dieses Jahr hier verloren. Ich glaube nicht, dass das hier nochmal schneit. Überall lunzen die Frühlingsboten raus. Vorne habe ich gerade was hellrot leuchten gesehen. Was ist das? Wir werden es uns anschauen. Ach, ein Cola-Kasten. Na super. Oh, Moment mal. Diese Gebäude sehen gerade anders aus wie die. Da gucke ich mal eben rein. Nur, dass ich mal sehe, wie der Schnitt ist. Okay. Ein Zimmer, zwei, drei,
4 große Zimmer. Ob das hier vielleicht ja für die Betreuer gewesen ist. Schränke stehen hier drin, der hintere Raum ist etwas kleiner. Leute, falls es jemanden gibt, der dieses Camp vielleicht kennt aus seiner Kindheit oder vielleicht ähnliche besucht hat, haut's doch mal raus in den Kommentaren und erzählt mir was dazu. Ich bin echt neugierig. Ich bin im Westen groß geworden. Ich kenne die Pfadfinder, ich kenne Zeltlager, noch und nöcher. Ein Gruß an die Falken, bei denen ich sehr lange Zeit gewesen bin. Ja, ein bisschen Pfadfinder ist immer bei mir hängen geblieben. Ich habe früher, bevor ich angefangen habe zu fotografieren und zu filmen, habe ich auch sehr viel Bushcraft gemacht, was mir extrem viel Spaß gemacht hat. Und ja, wäre eigentlich eine Maßnahme, davon auch mal Videos zu machen. Aber dafür muss ich erstmal gesundheitlich wieder fit auf die Beine sein. Und ob das nochmal was wird, ist eine andere Geschichte. Aber hier auf der Seite gab es jetzt keine Tür. Mal gucken, wie ich jetzt hier reinkomme. Weil das ist das große Gebäude, was ich vorhin gesehen habe, was über 2 Etagen ging, wo ich noch rein wollte. Ah, da haben wir ein Portal. Oh. Hier ist es nicht ohne. Oh je, ein altes Schreibpult. Hier hieß es wohl auch mal Hausaufgaben machen und pauken. Vielleicht für die, die nicht ganz DDR-konform waren. Oh, keine Ahnung. Mag ich nicht beurteilen können. Vielleicht war es auch einfach eine interne Schule. Wer weiß das schon? Ich weiß nur, dass hier der Boden übel ist. Und ich weiß, dass es hier eine Etage drunter gibt. Deswegen bin ich gerade mal ein wenig sehr vorsichtig. Boah, guckt euch diese alten Sessel an. Ich habe die Dinger früher geliebt. Diesen ganzen 60er, 70er Jahre-Stuff ist einfach nur geil. Wenn ich mir heute die Möbel so angucke, kein Charme, kein Flair, alles irgendwie von der Stange. Jeder hat fast dasselbe in seiner Butze stehen. Wow, der Boden ist nicht ohne. Gut, hier haben sie auch geschlafen. Nicht alle Möbel waren toll. Guckt euch dieses ekelhafte Billigbett an. Was steht denn da drauf? Ich sehe gerade, da ist ein Auskleber. Vielleicht kann man es entziffern. Was steht da? Kombinat. Ja, warum wundert mich das gerade nicht? Warum wundert mich das nicht? Kombinat Chemische Werke Buna. Wo wir ja gerade im Freizeithaus alles über das Chemische Werk gesehen haben. Dass die dann natürlich hier auch alles sponsern. Naja, weiß ich nicht, ob man das nennt. Naja, war ja sowieso alles irgendwie nur Gekummel. Oh, was ist denn da? Russisch, würde ich zumindest sagen. Also hier kann man nicht mehr reingehen. Der Boden macht und tschüss. Und hier vorne ebenfalls, der ist komplett abgesackt. Also ich gehe jetzt hier nicht weiter. Wie ihr da hinten seht, geht es auch eh nicht raus. Ja. Ich guck mal, was hier unten drunter drin ist. Vielleicht wird das nochmal interessant. Dieser Presspappenbau hier. Dass es überhaupt so lange steht, wundert mich. Wenn ich mir die Bauweise so angucke. Ist ja auf Deutsch gesagt alles nur so Presspappe und Holz. Na gut, hier habe ich jetzt keinen Keller. Hier sind wir ja am Berg. Aber da vorne ist es unterkellert. Und da gehen wir jetzt mal gucken.
Ja, also deswegen war ich da halt auch vorsichtig. Ich habe nämlich keine Lust, eine Etage tief wieder abzuschmieren. Ich glaube, hier unten war nur ein Lager. So, für alle die, die denken, Kai, du warst ein Schisser. Ja, guckt euch die Decke an. Ich habe euch gesagt, das ist alles nur Holz. Ihr kommt hier runter. Jetzt stellt mal vor, ihr lauft da oben drüber. Dann macht das und Schiss mit der gesamten Etage. Ist ja nur ein Stockwerk, ne? Mhm. Hier wäre jetzt so schön in der Sonne eine Bank, ganz toll. Einfach mal hinsetzen, mal 10 Minuten die Sonne genießen. Ja, ich mache jetzt hier auch Schluss. Ich beende das Video hier. Ihr kriegt jetzt meine Nase mal nochmal in die Kamera. Ich mache es ja nicht wie andere, die pausenlos ihr Gesicht reinhalten, weil ihr sollt bei mir die Lost Places sehen und nicht meine Rübe. Die da. So, ich habe mal ein bisschen mich im Schatten gestellt. Nochmal mein Aufruf. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen von euch, der dieses Ferienlager kennt oder ein ähnliches. Dann meldet euch doch mal bei mir. Ein bisschen Hintergrundwissen wäre für mich ganz interessant. Vielleicht sogar noch ein paar Bilder aus vergangenen Zeiten oder Hintergrundinfos. Bitte in den Kommentaren keine Adressen posten, weil werde ich dann leider alles löschen, damit niemand das so leicht einfach herausfindet. Weil ich möchte nicht, dass durch meine Videos Massentourismus entsteht und die Orte schneller sterben, als wie es sein muss. So, ansonsten hoffe ich, hat euch dieses Video gefallen. Unter meinen Videos findet ihr immer Links. Die einen nennen das Bettelei, die anderen sagen, es ist doch vollkommen in Ordnung, Touren müssen finanziert werden. Und ich sage, ja, so ist es. Ich habe dort zwei Links, einmal zu PayPal, einmal zu Amazon. Ihr könnt mich gerne für meine Touren unterstützen oder für Projekte, dafür bin ich sehr dankbar. Dadurch werden solche Ausflüge wie das hier inklusive Equipment auch ein bisschen mehr, mehr machbar, so Touren oder wenn es um Anschaffungen geht, funktioniert das alles ein bisschen schneller. Ich bin da im Übrigen auch sehr dankbar für. Ich bin ein bisschen außer Puste. Ich werde jetzt erstmal relaxen. Sascha und Sarah sind noch im Freizeitzentrum, da waren sie nämlich noch nicht. Und da wird er wahrscheinlich seine Kamera mal zum Glühen bringen. Und dann fahren wir auch weiter, mal gucken, ob wir noch irgendwas anderes finden. Ich bin raus, bevor ich wieder viel zu viel sabble und sage ciao. Bis zum nächsten Video.